So, dann schauen wir uns doch mal an, wie viele Zombies wir hier haben. Also Georgon ist eingeschlafen und er ist als einziges wach. Da ist was schief gelaufen. Oder alle haben geschlafen, er ist kurz eingenickt und dann haben die Zombies ihn umkreist. So oder so müssen wir ihn jetzt gut positionieren. Stell dich mal dazwischen. So, oh, du stehst gar nicht gut. Sechs Zombies. Geh mal dahin und schieß und drück die Daumen, dass Terik bald dran ist, um die beiden Zombies da unten zu binden. Und sehr schön, wir können sie schon mal mit nicht magischen Waffen verletzen. Und so, was ist mit dir? Du kannst jetzt niemanden treffen, weil überall Schlafende im Weg liegen. Und du kannst natürlich nicht über schlafende Leute rüberschießen. Das wäre ja unprofessionell und so, oder? Nee, da schon mal gar nicht. Ein weiter. Hey, doch, du kannst über Talana schießen. Sehr schön. Also die beiden unter Mürrim sind schon mal stark angeschlagen. Der eine mit 11, der andere mit 10. Und er hat keine Bewegungspunkte für den Angriff. So, Talana schreckt hoch. Wo gehst du mal hin? Du gehst mal dahin, für den Fall, dass du zaubern musst. Abwarten. Komm schon, wenn dann wach auf. Wach schnell auf. Oh, das ging ja fix. Also haben die wohl so um die 15, 16 Trefferpunkte. Du gehst dahin und schießt den an. Ich hoffe mal, die übertragen jetzt nicht irgendwelche üblen Krankheiten. Das wäre gar nicht gut. Kannst du auch über Gwendolyn schießen? Nein, kannst du nicht. Das ist nicht so gut. Dann geh noch mal einen Schritt und schieß auf den vor Tirik. Gute Sache. So, wurde schon irgendjemand gebissen? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Weil wenn ja, sollte der unbedingt nach dem Kampf verarztet werden. Ah, sehr schön soweit. Du geh mal zur Seite und hau dem dahin. Und du läufst einfach mal in die ungefähre Richtung von den Zombies da hinten. Du machst Platz. So. Und Gwendolyn ist immer noch nicht wach. Ah. Dann stell dich hier hin. Kannst du zwar nicht schießen, aber in der nächsten Runde dann. So. Du dem in die Seite. Wenigstens gleich nach dem Aufstehen ordentlicher Treffer. So muss das sein. Du gehst mal zu dem in die Seite. Und Terry geht gleich um dich rum, um dem gleichen auch in die Seite zu hauen. Dann dürften die Elfen wenigstens unten freie Schussbahn haben. Und Terry kann wieder nicht zuhauen, weil er ein Bewegungspunkt fehlt. Njam, njam, njam. Na gut. So, du schießt den an. Terry kommt echt nicht zum Zug dieses Mal. Aber ist ja auch okay. Solange niemand großartig verletzt wird, ist es das Wichtigste. So, du haust den. Triffst sogar mal ordentlich. Ja, das Kurzschwert ist wesentlich besser. Du kommst noch nicht ran. Du kommst wieder zu. Und wer braucht Fernkämpfe, wenn er ordentliche Nahkämpfe hat? Ja, doch, langsam mausern sich die. So, von irgendwoher müssen diese Scheusale doch gekommen sein. Bei der Durchsuchung des Hauses stellt ihr fest, dass in der ehemaligen Küche eine Falltür offen steht. Wollt ihr in den Keller eindringen? Ja. Oh, eine verfallene Herberge. Sehr schön. Da ich das eben gerade nicht machen konnte, speichern wir jetzt nochmal ab. Also ich konnte nicht zwischen der Information, dass die Zombies uns angreifen und dem eigentlichen Kampf dazwischen, konnte ich nicht abspeichern. Deswegen machen wir das jetzt. LP 64, so. Und schauen uns dann mal näher die Herberge an, wollte ich sagen, und kommen gleich in den nächsten Kampf. Aber es sind nur zwei Stück. Und ich habe gar nicht dran gedacht, jetzt nach Krankheiten zu gucken. Ja. Okay, nach diesem Kampf aber auf jeden Fall. Du solltest mal von dem Eingang da weggehen. Nur für den Fall, dass es mehr werden. So, du schießt dem in die Seite. Beide Fernkämpfer nicht getroffen. Das ist nicht gut. So, Nahkämpfer vor. Nimm, 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 nimm. Ah, Gerogon steht da schlecht, der muss gleich mal woanders hin. Nein, kein Computerkampf.
abwarten. Du gehst mal dahin. So schaut das schon besser aus. 16 Trefferpunkte. Mann, 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 ich liebe diese Axt. Davon könnten wir echt noch ein, zwei gebrauchen. Egal wie die Werte von Gerugon und Gwendolyn in Äxten sind. Bei so einer Axt ist das, glaube ich, ziemlich egal. So, du gehst dahin. Abwarten. Du schießt dem in die Seite. Und die Elfen können wir dir Tänzchen aufführen. Nächste Runde. Abwarten. So, mal gucken, ob das hinhaut. Du schießt dem in die Seite. Du kommst nicht schnell genug rum, weil du zu überladen bist. Ah, schade. Na gut, stell dich so hin. Du haust drauf. Das war's auch schon. 6 Abenteuerpunkte. So, es ist keiner verletzt. Also gehe ich mal davon aus, dass auch keiner krank geworden ist, wenn das überhaupt geht. Nö, sehe nirgendwo eine Anzeige. Schöne Sache. Dann gehen wir mal langsam hier an der Wand lang mit Gewände in der ersten Reihe zur Abwechslung. So, keine Statuen vom Namenlosen im Keller. Schade, ich habe mich schon so sehr daran gewöhnt, die Ecken abzusuchen nach Statuen. Oh, ein großer Raum. Wie war das mit den Gulmond-Blättern, die ich so selten esse? Genau, du. Iss mal. Herrlich, nach so einer Portion Gulmond fühlt man sich gleich, als könne man Bäume ausreißen. Zack, hat sie 13 Körperkraft und dadurch hat sie jetzt auch Bewegungspunkte 7. Das heißt, wir können den Elfentanz wieder aufführen. Man könnte jetzt theoretisch viel mehr davon essen, aber das empfinde ich als Cheaten und machen wir deshalb nicht. So, du brauchst keine Stärke mehr, du brauchst Stärke. Auch 7 Bewegungspunkte, sehr schön. So. Ah, da fehlt noch ein bisschen was. Kannst du irgendwas abgeben? Na, du hast nur Kleinkram, ne? Komm, wir sollten erstmal allen die Gulmond-Blätter geben und dann gucken, wer noch wo was tragen kann und was nicht. So, du hast noch nicht. Bist auch noch nicht auf 7. Und Mürrim ist auf 7. So, Mürrim kann jetzt, glaube ich, noch ein bisschen was tragen, bevor sie auf 5 runterfällt. Ich schätze mal, man muss... Also jetzt könnte sie 1400 tragen. Ich denke mal, man muss mindestens 300 Unzen frei haben, um auf 7 Bewegungspunkte zu kommen. Das heißt, wir könnten sie jetzt noch mit 94 Unzen vollstopfen. So, du gibst einfach mal deine 2 Hände ab. So viel zu meiner Theorie. Die passt nicht. Na gut, dann gib dafür den Rapier zurück. Ist sie schon mal wieder auf 7? Dafür kriegst du dann einen Hammer. Ja, das hat geklappt. Mensch, Mensch, langsam habe ich das hin und her schieben echt drauf. So, alle 7. Oh, Tirik noch nicht. Gib mal Talana. Die soll eh nur auf 5 bleiben. Immer noch nicht. Komm schon, mehr Heiltränke zur Magierin. Die braucht davon so viele. Ich hab den Verdacht, das wird nichts. Nee, zu Gerugon auf keinen Fall schieben. Zu Mürrim auch nicht schieben. Yallen vielleicht? Ja, Yallen hat noch jede Menge frei. So, Tirik, irgendwas Schweres. Komm, gib mal kurzfristig deinen Wintermantel an. Ja. Das klappt auch nicht. Mensch, dann ist halt eine Ration. Tada! Alle haben 7 außer Talana. Das sieht doch schon besser aus. So, das hätte ich mal vor dem Abspeichern machen sollen. Denn wenn wir jetzt irgendwie sterben, dann dürfen wir das Ganze gleich nochmal machen. Aber positiv denken, wir gucken jetzt einfach da rein. Dies ist der ehemalige Kühlkeller. Ihr merkt auch, dass die Luft hier deutlich kühler ist als im Nachbarraum. Um genau zu sein, es ist bitterkalt. Die Wände des Raums sind von schwachem, bläulichen Flimmern durchzogen. Da gehe ich mal gleich wieder raus. Weil ja, Keller sind allgemein kühler, deswegen wurden da ja früher auch die Nahrungsmittel drin gelagert. Aber merkbar kühler und bitterkalt, da ist wirklich irgendwas magisch. Hm.
Aber wir haben nicht Schaden genommen oder dergleichen. Ich bin versucht, die Gruppe aufzuteilen, nur für den Fall, dass gleich die Tür zugeht und wir da drin erfrieren. Aber man kann doch, die Tür kann man wieder auf und zu machen. Komm, teilen wir mal ganz kurz die Gruppe. Und zwar bleibt Kirogon hier. Der reist eh nicht so viel. Macht's gleich Klick. Nö, macht es nicht. Na gut, dann kannst du auch gleich wieder mitkommen. Und mit Jelle den Platz tauschen und du mit ihr. So. Ja, es ist immer noch bitterkalt. Irgendwo ist hier dann bestimmt eine Geheimtür. Oh, da war eine. Dies ist wohl der Raum, in dem der Wirt der Herberge früher seine Wertsachen aufbewahrte. Oh, okay. Gwendolyn vor. Mit einem leisen Klicken schnappt das Schloss auf. Die Truhe enthält folgendes. Eine Skraja. Okay. Die kann Talana nicht tragen. Dieses Gewirr. So, dann muss der Elfentanz halt dran glauben. So, wir stopfen jetzt die Elfen wieder voll. Oh, sind schon vollgestopft. Ich will aber gerne die Skraja zu Talana bringen. Also muss sie was Schweres abgeben. So. Zauber sprechen. Talana. Hellsicht. Erstmal ein Ode Makanum. Auf die Skraja. Die Skraja ist nicht magisch. Na okay, es war wohl doch nur ein einfacher Wirt. Der wird sich keine magische Skraja geleistet haben können. Also Gegenstand wegwerfen. Ja. Geht nicht weiter. Aber was hat das mit den Zombies zu tun? So, da waren wir schon. Oh, noch eine Geheimtür. Und ich habe es wieder weggeklickt. Gott sei Dank steht da nichts Wichtiges. Das sind immer nur die Nachricht. Gwendolyn entdeckt eine Geheimtür und noch einigen probieren. Schnappt die Tür auch auf. Trotzdem sollte ich langsamer werden. Da kommt bestimmt gleich was. Oh, noch mehr Untote. Diesmal ein richtiges Skelett. Du geh mal dahinter mit deinen 7 Bewegungspunkten und hau den gleich in den Rücken. Ja. Noch eine Tür. Sagt die Karte. Okay. Hat keinen Dietrich um das Schloss zu knacken. Achso, das hatten wir ja kurzfristig Terik gegeben. So, jetzt aber. Dum, dum, dum. Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Es ist jedoch ein leichtes, die andere Gangseite zu erreichen. Klebrige Flüssigkeit. Da sind wir doch neugierig. Ist hier jetzt irgendein Schleimmonster drin? Oh, eine Mumie. 3 Bewegungspunkte. Ganz schnell rauf da. Und wir brauchen Talana. Wir brauchen Talana ganz dringend. Stell dich da hin und warte ab. Talana wegen dem Ignifaxius. Feuerzauber wirkt bei einer Mumie bestimmt super gut. So, du könntest zwar jetzt dich davor stellen, aber das lassen wir mal. Wir bauen lieber auf unsere Magierin und auf Terix Axt. Für die beiden Plätze, die noch um die Mumie herum frei sind. Heißt, du wartest ab. Du läufst leider einmal ganz rum. Und du stehst... Bleib mal da stehen, falls was von hinten kommt. Abwarten. Puh, Gott sei Dank. Gwendolyn wird nicht getroffen. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass wenn die Mumie uns trifft, dass irgendwas Böses passiert. So, schon mal ein guter Treffer. Zaubern. Kampf. Ignifaxius. Maximal 5. 5. Okay. Ja, aber 28 Trefferpunkte, das ist auch ordentlich. So, alle in Ordnung. Keine Krankheit. Gut, wir müssen unbedingt Talana Astralenergie zukommen lassen. Wenn wir jetzt nochmal eine Mumie finden würden, hätte sie nämlich keine mehr. Also nicht genug für so eine schöne Feuerlanze. Dann nimm doch mal Mürrems starken Zaubertrank. So, das sieht doch gleich viel besser aus. So, da noch eine Truhe. Ja. Mit einem leisen Klicken schnappt das Schloss auf. Säbel, Wurf, Messer, Messer. Nö.
Was zur Hölle war das? Die Gruppe wurde getrennt. Talana ist jetzt noch oben? Nee, Talana ist runtergepurzelt, irgendwohin. Und die Gruppe ist oben im Dunkeln. Im Moment könnt ihr euch absolut nicht orientieren. Ja, also Gwendle nach vorne. Licht zaubert jetzt bitte mal Mürrem. Veränderung, Flimflam. Komm schon. Mürrem, Veränderung, Flimflam. Und es war Licht. So, da ist eine Fallgrube. Wir könnten jetzt hier weiter erforschen, aber ich will nirgends wohin gehen ohne unsere Magierin. Das heißt, wir springen jetzt einfach hinterher. Oder noch besser, wir seilen uns ab. Oh, wir können uns nicht abseilen, da das einzige Seil in der Gruppe Talana gehört, nämlich ihr Stab. Der kann sich ja in ein Seil verwandeln. Na gut, dann speichern wir jetzt ab. Und in der nächsten Folge springen wir einfach darunter und gucken, wie wir da wieder rauskommen. Also LP 65 und wir sehen uns gleich wieder.